BMW feiert Geburtstag. Nach 90 ereignisreichen Jahren gibt es für die geladenen Gäste einiges zu sehen und zu feiern. In den 70er Jahren mussten einige Hindernisse überwunden werden, um den Erfolg der Marke zu sichern und zu festigen. Der Markt wurde in jener Zeit von den Japanern wirklich dominiert. Die Japaner hatten praktisch alles, was an Modellkonfigurationen, Motorenkonfigurationen denkbar war, Segmenten denkbar war, in den Markt gebracht. Und wir standen da mit einem Zweizylinder-Boxer-Konzept, mit einer Monokultur, die an sich für sich alleine nicht mehr stehen konnte. Das war zu wenig, um überhaupt noch in einem Motorradmarkt, wo man früher mal ja Leader gewesen ist. Wir waren ja mal Klassenbeste gewesen und drifteten dann ab in der Übermacht der Japaner. Highlight des Abends ist ein Motorrad, das zurückblickt auf BMWs Ikonen und zugleich in die Zukunft weist. Die R90. 90 steht für 90 Jahre BMW. Sportlich schlicht kommt sie daher und sie bietet schon ab Werk viele Möglichkeiten zur Individualisierung. Die R9T, wie wir sie nennen, ist die Zusammenfassung der 90 Jahre Heritage von BMW und das Konzentrieren auf das Puristische an dem Motorrad. Das Minimum, was ich brauche. BMWs neueste Maschine besinnt sich auch auf Vergangenes. Die BMW R90S zum Beispiel. Sie war das erste BMW-Motorrad, an dem ein Designer mitgearbeitet hat und war ein wichtiger Meilenstein für BMW, auch weil Steve McLaughlin mit ihrer Rennversion 1976 das erste Superbike-Rennen gewann. Dieses Motorrad ist ein großer Teil meines Lebens. Mit ihm gewann ich das erste Superbike-Rennen und es war eins der letzten Motorräder der alten Generation. Danach wurde alles viel technischer. Es kam die Zeit in den späten 70ern, als die Japaner den Markt übernahmen. Die Europäer konnten erst gegen 1988 wieder anschließen. Aber diese Maschine ist, was wir heute ein Old-School-Bike nennen. Es fuhr sich nicht ganz so stabil, fühlte sich dafür aber lebendig an. Harley-Davidsons sind immer noch so. Aber die modernen Motorräder fahren sich stabiler, wendiger und sind viel sicherer. BMW geht mit der Zeit, beispielsweise mit dem elektrisch betriebenen Roller C-Evolution. Pionierarbeit von BMW. Doch auch die Klassiker werden weiterentwickelt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, wie die GS. Sie ist nun luftwassergekühlt, um Hitze noch besser zu trotzen. Die klassische Form mit Schnabel bleibt erhalten. Also ich glaube jetzt mal rein wirtschaftlich gesehen, spielt die Motorradsparte sicher nicht die wesentliche Rolle, sondern spielt eine emotionale Rolle. Das BMW Motorrad ist natürlich immer für viele Leute der emotionale Anker, wenn es zu BMW kommt, sagen, boah, die fahren Motorrad, die fahren Races, die fahren durch die Landschaft, die haben geessen, die können damit überall hinfahren. Das ist eine ganz besondere Motivation. Emotionen soll auch die R90 wecken. Hier geht es nicht wie bei einer GS um praktische Werte, sondern um den puren Spaß am Motorradfahren. Dazu trägt der Motor entscheidend bei. Der luftgekühlte 1,2 Liter Zweizylinder Boxer mobilisiert 81 kW und 120 Newtonmeter Drehmoment. Die 90 gibt es in Deutschland ab 14.500 Euro.